So soll unser Kamerad wahrscheinlich aussehen? Nein. Fortfahren, warte mal. Charakter erstellen, Körpertyp wechseln. Warte mal, Charaktererstellung. Wählen Sie einen Charakter. Zufälliger Charakter. Okay. Möchten Sie mit diesem Charakter fortfahren? Nein! Ach, da kann ich ihn. Okay, warte. Okay. Lady ist natürlich auch ziemlich nice. Okay, man hat natürlich die Möglichkeiten zwischen der Lady und. Ja, und wie kann ich denn weiter jetzt erstellen? Charaktererstellung, das war's. Ist es euer Ernst jetzt, oder? Wir laufen hier nachher alle gleich rum. Was natürlich nicht sehr praktisch ist. Nach links drehen funktioniert schon mal. Achso, wollte gerade sagen, sehr gut. Okay. Dann machen wir fortfahren. Ja. Oder erstelle ich den jetzt so? Oder was? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich nice. Wenn man ein bisschen dran arbeiten könnte. Jetzt sehen wir erstmal gar nichts. Aber wir hören schon mal was. We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Interessant. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? So, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Wir spielen Tom Clancy's The Division 2. Und, ja, war sehr interessante Vorspann. Ich hätte auch mal bei der Vorspann gerade auch mal die Klappe halten können. So wie ich das bei anderen Spielen auch immer mache. So, es gibt wohl offensichtlich zwei, Parteien, Arten von Parteien. Die einen versuchen eben gerade sich so durchzuschlagen durch die Welt, die anderen versuchen eben halt alles kaputt zu machen, was denn so aufgebaut wird. Wir sind jetzt hier die gute Lady und ich bin gespannt, ist es wirklich Multiplayer jetzt oder ist es Incoming Alert on the SHD Emergency Channel. Ich will aber eigentlich alles sehen, ne? Flash, Priority. Begeben Sie die Kernentdeckung. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, immediate assistance from nearby agents. Okay. Das auch wirklich zu behalten, ist natürlich echt eine spannende Sache. Okay, hier schießen wir drauf. Wir decken uns mal hier. Da hinten haben wir ein Ziel. Und jetzt laufen wir jetzt hier mal hier rum, okay. Aber die Grafik ist übertrieben, ne? Finde ich richtig gut. Oh, Vorsicht. Kann man geduckt gehen? Das wäre natürlich viel geiler. Hier liegt ein Fußball. Guckt euch mal die Grafik an, Freunde. Wie geil die Grafik einfach ist. Ich kann über sowas immer wieder staunen. Das gefällt mir echt enorm. Okay. Das ist ein Baum. Natürlich sehr sinnlos, wenn wir jetzt auf so einem Platz, auf so einem freien Platz rumlaufen. Rasen des Weißen Haus erreichen. Portable electronic device detected. Wo
duck dich. Okay, versuchen wir mal hinter den. Ich sehe ja gar nichts, weil die Sonne einfach nur blendet hier gerade in dem Spiel. So, wir sollen hier nach dahin gehen. Okay, dann gehen wir mal nach dahin. Hauptsache einmal um den Baum schleichen. Und nochmal hier, nochmal die Information. Ich habe dieses Spiel, da hinten steht jemand. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Auch nicht den ersten Teil. Also nennt mich nicht Noob oder sonstigen Shit. Da steht ein Typ, ich denke mal, der soll sterben. Den haben wir auch gleich angemarkert, was natürlich ziemlich geil ist. Können wir ihn jetzt so kalt machen? Oder machen wir noch ein bisschen mehr Meter ran? Wenn ich ihn jetzt kalt mache, ist natürlich vielleicht schlecht, ne? Oder vielleicht gut, da steht noch ein zweiter Typ. Okay. Der verprügelt da jemanden. Okay, warte mal. Gehen wir eine Position besser ran. Okay, die sind so mit Prügeln beschäftigt, da können wir auch die nächste Position direkt rangehen, in die nächste Deckung. So. This is my town, agents! Ich habe ihn so die Fresse gewichst, Alter. Das hat aber ewig gedauert, bis der draufgegangen ist. Okay, wenn es nicht Multiplayer wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir es tatsächlich ein bisschen mehr Spaß bringen. Das ist eben mal tatsächlich... Kann ich nicht plündern. Schade, ich dachte, ich kann ihn plündern. Weil... Man, also ich bin nicht der großartige, beste Spieler. Das ist eben mal so, bin der Sparspieler. Und mir macht das zum Beispiel keinen Spaß, wenn ich permanent verlieren würde. Ganz sachte Vorsicht gehen. Die Grafik ist übertrieben gut einfach. Das gefällt mir echt. Aufpassen, links und rechts könnte jemand kommen. Wir sollten aber zu dieser Position voreilen. Ihr seht aber selber, trotz guten Sturmgewehr braucht man hier wirklich einen guten Schuss, ne? Gucken zur anderen Seite. Diesmal sind es drei. Okay. Fuck. Die Idee ist, da hinten hinzulaufen, aber momentan guckt er ja so zu uns, also es ist ziemlich dumm gerade. Es muss taktisch vorgehen. Es geht nicht so mit drei in die Kante machen. Erinnert mich so ein bisschen an Army of Two, wo man da wirklich echt Step by Step und wirklich und nur mit Deckung vorankam, richtig. Also man konnte nicht reinlaufen und hier alles kaputt schießen, was man so wollte. Das Schlechte daran ist, guckt er zu uns? Nein, er guckt nicht zu uns. Lass uns noch einen Meter weitergehen. Und jetzt machen wir sie kalt. Ey, der hat mich nicht gesehen. Ist er blind oder was? Ah, lauf, lauf, lauf! Kann ich nicht nachladen, wenn... Okay. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Die Jungs kann ich aber nicht echt ausplündern, das ist eigentlich schade, ne? Oh, shit. Bevor jetzt mal Panik. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm sein wird. Da hätten, werden sie angegriffen. Und wir sollen von hinten helfen, tatsächlich, ja? Seht selber, was hier gerade abgeht. Wir marschieren einfach mal rein. Guck mal, der Springbrunnen funktioniert schon mal. Das ist schon mal ziemlich geil. Ist auch wichtig, wenn so Springbrunnen nicht funktionieren würde, das, dann wird schon einiges echt schief laufen hier. Kann man ein bisschen schnell sprinten? Ja, kann man. Okay, das ist nicht ganz spachlos. Die haben auch Gott sei Dank irgendwie Benzinkisten mitgebracht, damit die gleich in Luft fliegen dürfen. Okay, sauber. Oh, der hat mich gesehen. Hat
natürlich irgendwo so ein Spacko, der jetzt erstmal direkt einen 50er am Start hat. Ach, scheiße, Mann! Von beiden Seiten beschossen zu werden, ist uncool. Oh shit. Lauf schneller, nicht so diese Kasten ein. Nein, aber... Oh, nee, ne? Shit, die ist nah, Okay, haben wir überlebt. Boah! Was soll das denn jetzt? Ich sehe nichts so. Arschloch. Nein, ich lauf dann jetzt. Mann, lauf doch! Löst dich von dieser Scheißwand und mach ihn kalt. Okay, so können wir die Waffen tauschen. Okay. Aber das Gefühl ist, es werden immer mehr anstatt weniger. Mein Gott, was ist das neblig? Klar, wenn die Rauchgranaten werfen, dann wird es mal ein bisschen neblig. Komm her jetzt, Penner. Ich wollte gerade sagen, nur wir zwei, aber das wäre ja auch gelogen. Es sind wieder ein paar mehr geworden. Natürlich. Oh, ja. Komm, steh auf, du Wichser. Na. Mist. So. Oh. Mach mich gar nicht mehr wieder hinstellen. Puh. Moin, ich bin hier die Ey, was ist das denn? Warte mal. Liegen da Items rum? Ich weiß, aber wenn da Items rumliegen, nehme ich die natürlich mit. Über, durchs Rüberlaufen oder wie nimmt man die auf? Oh oh. Wie nimmt man die denn mit?
Okay, hier wechselt man die Waffen. X ist klar. Da lädt man nach, ist auch klar. Aha, mit R1, also. Gut, wieder was gelernt. Safe area detected. So, mal gucken, ob Donald Trump hier ist. Donald! Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator. Upstairs in the blue room. Come by here Trump. If you ever need help with your tech. Okay. Lass mich da mal an. Mit Kasten öffnen wir das. Oh, guck mal, hier können wir noch Waffen mitnehmen. Waffen, Handfeuerwaffen, also sieht man klar, ist eine MP5. Maschinenpistole in dem Sinne. Man kann hier Sachen. Okay, da wird jemand wiederbelebt. Das schafft ihr schon, Jungs. Das kriegt ihr hin. Immer schön reinpusten da. Genau, immer schön reinpusten. Immer schön Lunge voll machen. Das mag er auch haben. Moin, ich sollte Donald. Hallo? We're okay. That was probably the worst attack yet. Electronic device detected. Have you heard? Heard what? About Waller. No. What's the latest? Has he decided Russia's responsible after all? No. He's dead. Tell me you're lying. I swear, I'm not. A heart attack got him an hour ago. They couldn't revive him. Shit. That means that Mendez is in charge. Is that all you can say at a time like this? It's all I can afford to say. Es erinnert mich so ein bisschen an The Last of Us, ne? So von der so vom optischen hier, vom rein optischen. Also gut, von hinten haben sie schon mal hier alles dicht gemacht. Ich frag, och, warum denn? Weil ich nicht direkt hingelaufen bin, weil ich alles sehen wollte. Da hat man ja selber Schuld. Man möchte einfach alles sehen und dann schlägt das Ziel fehl. Ach, Kacke. Komm schon, ernsthaft. Ich wollte nur mal gucken. Kein Spielraum, ne? Da hauen die schon mal so ein Spiel mit so schöner Grafik raus und man darf sich das nicht mal anschauen alles. Das finde ich echt ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ne, das geht nicht. So machen wir das nicht, Freunde. So mögen wir das nicht. Also. Safe area left. Safe area entered. So, hatten wir da die Munition eingesammelt? Ja. So, der, da hat sich das Thema erledigt. So, wir sollen jetzt direkt hingehen. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Keine Zeit. Sonst ist die Mission wieder fehlgeschlagen. Ja, haben wir schon gesehen. Haben wir es einmal auch so vervollständigen. Sonst ist die Mission hier schön reinpusten. Oh, ich glaube, das Thema hat sich erledigt. So. Hier flennt jemand rum. So, ich soll zum Präsidenten direkt. So, rein. Tschupp. Tür auf. Und jetzt. Oben Beta vorbei. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. Ja, das sollen denn wir sein, dieser neue Sheriff. By the way, Quartiermeister kann Ihnen helfen, den Wechsel im Arsenal zu verbessern. Er schaltet die Fähigkeiten. Bla bla bla, genau. You're gonna need the edge. Die Operationsbase ist unterbesetzt. In den Siedlungen können Sie für Waisenhausrepräsentanten rekrutieren, um neue Dienste zu machen. Genau. Okay.
Das ist nachdem das Offline und das Zugang sind alle Tage, der okay. Hör mal los. Darf ich jetzt mal diesen Transmitter mitnehmen? Aha, schon eingesammelt. Ab zum Quartiermeister. Come over here. Geil. Moin. Oh, Menü öffnen. Hey. Fertigkeiten zur Freischaltung zur Verfügung. Okay, dann lass uns mal Fertigkeiten abchecken. Wasser, Impulsgeber. Plattformfertigkeiten, Plattform. Gut, und wenn ich das nicht will, machen wir weiter. Okay. Impulsgeber. Finde ich, habe ich das schon mal vorgelesen? Nee. Ach, guck mal, hier kann ich durchschalten. Hey, over here. Geschütz. Okay, hier können wir einen Werfer, Drohnen. Alter, das gibt es nicht schlecht. Suchermine, Drohne. Ich finde dieses Geschütz gar nicht mal so übel. Stellst du auf? Halten Sie gedrückt. Fertigkeit wählen. Halten Sie gedrückt, um die Plattform freizuschalten. Und dann rotzt er einfach alles kaputt, was man so hat. Okay, das ist nicht ziemlich cool. Freischalten. Warte mal, freischalten. Come on over. Okay. Incoming backup request. Achso, das wäre dann die nächste Variante vom Geschütz dann nachher, ja? Oder was? Hey, Tutorial wenden. Genau. So, was haben wir noch? Ich kann hier gar nicht. Ich habe keine freie Hand auf die Sachen hier, ne? Ja. Okay, Stufenvorteile, manche Vorteile haben. So, Voraussetzungen. Ja. Wirkst du vor? Immer aktiv, okay. Kann immer noch nicht freischalten. Freischalten. Wirkst du vor? Ja, haben wir das schon. Warum macht dann frei? Ach so, okay. Waffenplatz. Bims. So, Waffenplatz. Flatt ist auch nicht schlecht. Okay. So. Das sind die Items, ne? Vorteile. Vorteile. Okay. Das wäre natürlich ein super geiler Vorteil. Größeres Magazin zu haben. Und kann ich mir jetzt alles hier einfach rauszocken oder habe ich hier auch irgendwie eine Begrenzung? Steht da irgendwas drauf? Nee, howdy. Sieht man. Da kann ich jetzt schon nicht mehr machen. Okay. So. Fertigkeiten freischalten. Ein verfügbar. Okay. Den haben wir jetzt mit dem Geschütz schon. Jetzt wollen wir die Drohne. Ich finde die Drohne gar nicht mal so übel, wenn man damit. Suchermine. Aber was ist denn eine Suchermine? Was macht die so? Plattform. So, bestimmt wieder sehr leicht da. Freischalten. Okay. Ah, da hinten, okay. Wie sucht sich denn ihr? Aber wahrscheinlich haben Feinde sowas auch, ne? Ja, gerne. So, das haben wir jetzt schon. The theater settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block. But I'm sure you'll be fine. Okay. Kann man die hier speichern? Auch die Open Beta, kann man die speichern? Ja, Wegmarkierung können wir direkt hinsetzen. Dann setzt die aber mal ab. Da, jetzt, oh, da hinten ist toll. Kontaminiert. Karte schließen. Das wäre interessant. Kann ich jetzt speichern und dann direkt morgen weiterspielen? Das würde ich nämlich gerne mal wissen. Wir probieren mal Optionen. Charakter, ja. Ultimate. Aha, okay. Einstellung. Okay, Fortschritt. Blablabla. Wir haben eigentlich quasi noch. Ich würde aber gerne mal speichern. Wo kann ich das? Okay, wir haben die Karte. Konfliktkarte, Schnellspiel. Okay. Ob das stimmt? Okay. Neustart. Kontrollpunkt. Safe House. Au! Was? Achso, so sehen die aus. Aber ist das Speicherraum denn, oder was? Oder gilt das eben halt als safe, hier bist du sicher und hier kann dir nichts passieren. Operationsbasis, ja. Okay. Was ist das mit dem schnellen Spiel gerade eben? Okay. Einige von den Ziele. Da müssen wir hinlatschen gleich. Stufe, ah, guck mal hier. Okay. Dark Zone. Ist das hier ein Dark Room? Okay. Spielersuche.
So, dann gehe ich mal ganz kurz hier hin. Low prices, big selection. That's what I've got. Okay. Warte mal. Nochmal eben. Warte. Inventar. Das habe ich am Start. Oh, okay. Das könnte drinne sein. Und das ist, ja. Aber normalerweise, wenn ich hier drauf drücke, müsste doch hier irgendwas möglich sein, dass man hier... Achso, abmelden, Fotomodus. Okay, cool. Oh, hey. Achso. Hab ich denn hier keine Möglichkeiten, hier Dinge zu machen? Mitarbeiterübersicht. Das sind die Mitarbeiter. Okay. Quartiermeister. Hey, you. Hey, you. Hä? Kann ich nicht weiter... Achso. Das wären der Quartiermeister. Okay. Wo ist die Karte jetzt nochmal? Da. Wir müssen genau hier nach links. Also wir kamen von unten, von Süden und müssen jetzt nach Osten. Dahin. So, dann bewegen wir uns mal. Obwohl, ich möchte euch mit diesen spannenden Sachen, ich möchte das mal probieren, einfach mal auszumachen. Und möchte euch mit diesen spannenden... Ah. Wollen wir noch ein bisschen machen? Ich weiß gerade nicht. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. Na, super. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't Agent, steal for themselves. Like they've been an especially serious the problem point. For the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Hört doch mal auf zu labern. Können wir fliegen? Das wird doch einfacher. Spiel durchgespielt. Wir können sind geflogen einmal. So, müssen wir hier links. Ach, guck mal hier. Das wird oben auch angezeigt. Das ist ja auch sehr, sehr gut einfach. So, Kinder, ich muss hier raus. Da draußen warten die Fireflies auf mich. Oh Mann, die lassen sie mich. Wollt ihr nicht mitkommen einfach? Ja, schön. Wow. Doppel- und dreifach gesichtet. Gesichert. Und bestimmt, ich gehe zwei Schritte raus, werde ich schon rumgeballert, Alter. Das ist eben halt so. Wie willst du denn so leben eigentlich? Das sehe ich keinen Menschen. Haben wir da jemanden? Hat auch noch ein ganzes Magazin gefressen, der Idiot. Der andere Typ ist... Nee, ich dachte schon. Wir sind aufeinander konzentriert. Halt! Hallo? Kopf gefressen oder so? Ey. Will er mich verarschen? I love it, that agent. We should get moving. Ach, er will weg, okay. Das ist einer von diesen Menschen, die wir hier wahrscheinlich gesaved haben, für das Weiße Haus, rekrutiert quasi. Was natürlich ziemlich gut ist. Das Spiel hat eine übertrieben gute Grafik einfach. Ich war noch nie so der Tom Clancy's Fan. Was habe ich da gespielt? Splinter Cell, glaube ich, ne? Von dem mal gespielt und gehörte Dings noch dazu damals? Wie heißt es noch? Irgendwas mit Ghost. Ich habe das wieder vergessen. Ghost ist weg. Auf jeden Fall, das gehört auch, glaube ich, dazu. Das habe ich auch mal gespielt. Okay, ich glaube, das ist natürlich übertrieben, wenn ich mich hinter jeder Ecke verstecken würde. Ich würde es aber nicht. Oh, Alter, ja. So.
Obacht. Da könnte sie nämlich auch stecken. Die können auf einmal nämlich auch neben einem stehen. Das ist es eben halt. Open World halt, ne? Downtown East. Bis jetzt ist er noch ziemlich gechillt. Oh, verdammt, der Hund. Ist er böse? Offensichtlich nicht, sonst hätte er uns wahrscheinlich schon angegriffen. Hey, Wuffi. Okay. Wir können uns tatsächlich von hier aus die nächste Deckung aussuchen. Ziemlich geil. Sollten die Deckung aber nicht so weit wählen, sonst wird es anstrengend. Da sind die Laufwege auch schon vorgegeben. Seht ihr? Ja, super gemacht. Gut gemacht, Tom G. Willst du mich verarschen hier? Was ist das denn jetzt? Hä? Was war das denn? Voll der Kackback, Alter. So, pass auf. Die Deckung will ich jetzt. Hä? Ich dachte, die läuft da automatisch rüber jetzt. Ah, okay. Verstanden. Man muss gedrückt halten, das Ganze. Dann macht ihr das. Okay. Was natürlich geiler ist, man macht dann nicht so trödeln. Okay, da hinten sind wieder Kameraden. Warum können hier nicht einfach mal nur liebe Leute rumlaufen? Wäre das nicht mal irgendwie ein spannendes Abenteuer? Wir haben auch nicht mehr sehr viel Schuss, glaube ich, ne? Also, drauf, wir laufen nochmal rüber. So. Wir kommen hierher. Und ernsthaft in den Kopf geschossen. Scheiße, mehr geschossen. Ihr steht in einem fucking Auto. Das Auto ist aus Panzerglas. I'm out. Echt? Einer war da noch. Oh oh, Granate. Da schleicht sich ein Arsch ran. Scheiße, leer geschossen. Ich sehe nichts. Ah, das ist wahrscheinlich so ein Zweck. Das ist eine Story. Das hört sich aber ziemlich nah an jetzt. Wo ist sie denn jetzt hin? Gleich gegenüber, Alter. Uschi! Launching Grenade! Nee, nicht mit mir. You had enough? Nein, hab ich nicht. Du hast jetzt genug. Mija! Okay. Mit der Lady hat es sich denn wohl erledigt hier. Sieht sauber aus. Total frisch das Wasser. Ja. Muss ich hier jetzt links? Oder wo sagt er? Da hinten müssen wir hin. Okay. Okay. Wir haben es kapiert. Wir müssen da links. Da links. Wow, die Grafik ist übertrieben. Leute. Guck mal, es sind direkt mal 4 Stück. Ja, mit dem werden wir noch fertig, oder? Lippalle. Vielleicht einfach mal umgehen, nicht jeden abknallen, den wir sehen, ha? Huh? Ach, herrje. Ob wir da hätten helfen können? Ah, das war gut. Vielleicht haben wir mal die Möglichkeit, auch mal irgendwie... ja, das Gesicht ist weg. Geschossen, da haben wir was. Okay, manchmal hilft auch rüberlaufen, tatsächlich. So. Ich habe da ein gutes Gefühl, deswegen dachte ich, ich mache mal einen kleinen Sport und sehe, dass da hier gleich Aktion ist.
aber... Shit. Rip him apart! Okay. Warte mal, hier haben wir einen Rucksack. Wie können wir denn untersuchen so? Ja? Habe ich den mal mitgenommen jetzt, oder? Okay, die anderen haben keine Items am Start. Das sind immer so kleine Spots von denen hier wahrscheinlich, wo die sich immer aufhalten werden. Steht auch drauf Open Beta, ne? Das ist aber trotzdem, das Spiel könnte echt meins sein. Also ich finde das echt mega gut. Mich stört das nicht, dass es gerade so ist. So gute Grafik hat und so. Okay. Da hätten sie mir wieder Verbrecher. Sollte down sein. Shit, nachladen. Ich hasse nachladen. Okay. Is that the last one? Good work, everyone. You did good. Geht einfach so eingesammelt. Können wir mit den Schnack mit den Überlebenden? Hallo? Okay, nicht. Können wir nicht. Der hat wohl beste Aussicht gehabt. Oder er hat natürlich eben halt eine schlechte Ausgangssituation. Hello, detected. I gotta get back to work. Thanks for the movie, Manny. Anytime, Neil. You coming over for good, Agent. Not tonight. Gotta meet with some National Guard buddies. The word that they called the hell of quarantine. Ach so, da hätte ich mal weiter quatschen müssen gerade. Ach, ist ja scheißegal. Wir üben das Spiel ja noch. We're coming up on the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. Not far now. Don't leave me behind. I'm coming. Yay. Safe area detected. Verstanden. Sehr geil. Mal ganz kurz dahin, wo wir hin sollen, einmal um zu satteln. Und dann sind wir auch fertig für heute. Wo sollen wir denn genau hin, da oben hin? Ach ja. Wer baut so etwas, Alter? Ich frag mich, und das wissen wahrscheinlich viele Leute, die den ersten Teil gespielt haben, was? Der Krieg? Zombies? One deal. Ah, ist die Open Beta damit vorbei? Oder ist es einfach nur so ein Ort, Dings da? Theatersiedlung. Nee, ist sie nicht. Okay. Hauptansätze, okay. Haben wir jetzt ein Ziel, wo wir genau hin müssen gerade? Nee. Doch, haben wir doch da. Wo denn? Genau da. Okay, lass mal hinlaufen, schnell. Hey there, Agent. You got a minute? So, jetzt müssen wir mit der Tante reden. Die Tante ist weg. Nee, die macht irgendwas anderes. Whisky trinken. Ja, das ist ein guter Plan. Das kann man mal machen. Ah, da steht sie ja schon. Hallo, Lady!
If you're looking for Agent Kelso, she just left. Oh. I should have gone with her. But I'd only slow her down. Darf ich da auch einen Schluck? I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Okay. Jetzt müssen wir, werden wir zum nächsten Auftrag geschickt. Und aber, liebe Leute, diesmal war es wirklich für heute. Wir sehen uns. Weiß nicht, ob ich davon das weiterspielen kann. Mein Ziel wäre, dass man das jetzt speichern würde. Das wäre natürlich mega gut. Da hätte ich richtig Bock drauf, wenn man speichern könnte, das Spiel. Kopfgeldeinsätze, was man nicht alles machen kann. Hier ist die Karte. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, denke ich mir mal. Weiß ich nicht, wenn man speichern kann. Wäre natürlich schade, wenn man das alles nur von vorne machen müsste. Und ja, bis dahin, ciao, Freunde. Ach ja, lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Schreibt etwas darüber, damit ich mehr Input kriege für dieses Spiel. Ne, schreibt mir irgendwas in die Kommentare rein. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.